Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Syndicate. Ja, kurz vorweg, auch diese Folge ist nachkommentiert. Grund dafür waren ein paar technische Störungen, die ich mit dem Mikrofon hatte. Und dann schaut euch die Kartoffelleitung hier oder Kartoffelqualität zu bieten, habe ich mir gedacht, ich kommentiere das nochmal nach. Alles für meine Zuschauer. Ihr seid mir wichtig. Assassinen haben keine Zivilisten getötet. Was? Das war doch kein Zivilist, der hat gerade jemanden umgebracht. Das war ein Mörder. Ich habe einen Mörder. Toll. Naja, jedenfalls. Nachkompetieren. Ich gebe mir Mühe für euch. Ihr seht's. Das soll kein Beileid, Mitleid Tour sein, sondern ich wünsche mir das auch für mich selber. Trotzdem eine fette Entschuldigung dafür, dass die letzten paar Tage keine Folge hochgekommen ist. Das lag daran, dass ich mit LeFloids Loot für die Welt beschäftigt war. Jetzt höre ich aber schon ein paar von euch dort im Hinterstübchen reden. Ja, komm, hör auf zu lügen, du hattest einfach keine Lust, was aufzunehmen am Wochenende. Nein, ich habe einen Beweis dafür, und zwar auf einen, auf den ich sehr, sehr stolz bin. Auf den ich wirklich mich freue. Mats ab. Ganz vorne dabei, unser absolutes Hero-Team. Das sind die Jesse, die Meliora, der Imre, auch der Bad Ghost Rider, halt die magische Kartoffel quasi von Tag 1 an dabei. Unfassbar. Hat für so viel Connection gesorgt, für so viele Leute. Aber auch der Lead Gaming zum Beispiel, der dem Felix LOL beigebracht hat. Ja. So viele Leute, die einfach Spaß haben. Auch der zum Beispiel Dorsex, einer unserer treuesten Zuschauer, genauso wie zum Beispiel ich vergesse so viele Leute, die ich unbedingt nennen muss. Wie heißt denn unser Kumpel aus der Schweiz? Ich gehe gerade kaputt. Du hast keine Stimme. Ich mir fallen Namen nicht ein. Echo! Mein Lieblingsschweizer, du weißt genau, wer gemeint ist. Frodo, wer? Echo! Echo! Scheiße! Das waren nur drei Buchstaben. Es ist unfassbar. Jedes Mal, wenn ich mir das anschaue, zaubert es mir ein Lächeln ins Gesicht. Ja, wie gesagt, sorry, dass die letzten paar Tage keine Folgen angekommen sind. Deswegen. Ja, und wer? Oh, grandios. Sie sind hier, um mich zu ermorden. Ich was? Ist schon gut. Jeder hat seinen Preis. Ist das genug? Ich habe nicht vor, sie zu töten. Was wollen Sie dann? Mr. Starrick und die Milner Company haben ihre Vorhaben lange genug blockiert. Ich möchte Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Wunderbar. Kommen Sie mit, wir haben viel zu besprechen, Mr. Jacob Fry. Zu Ihren Diensten. Solche Worte hört man doch gerne. Wären Sie so freundlich, die Zügel zu nehmen? Das mache ich gleich, wenn ich aber zuerst mal die Fähigkeiten und den Inventar angeschaut habe. Das kann ich aber nicht, weil ich keinen festen Boden unter den Füßen habe. Ja, ich die Stats. Mehrere Morddrohungen erhalten. Malcolm Milner führt regelrecht Krieg gegen mich, seit Mr. Starrick seine Gesellschaft gekauft hat. Und nichts für ungut, hoffe ich, aber sie sehen tatsächlich wie ein Mörder aus. Ich bezweifle, dass ich mich von dieser Kränkung erholen werde. Und was genau hätten Sie davon, mich zu retten, Mr. Fry? Ich sehe eine Möglichkeit, von der wir beide profitieren. Tun Sie das? Ist das so schwer zu glauben? Was immer Sie auch bezwecken, es dürfte äußerst anregend werden, gegen Milner und Starrick zurückzuschlagen. Ich habe schwer geschuftet, um Attaway Transport zu dem zu machen, was es ist. Ich lasse nicht zu, dass mich irgendjemand in den Ruin treibt. Und jetzt kommt gleich ein Schnitt. Warum, erzähle ich euch gleich. Sollten jetzt keine Texte oder sowas dazwischen kommen. Und zwar nämlich ist mir da gerade aufgefallen, dass da etwas mit der Technik nicht stimmte. Leider konnte ich nur weiter, Mädchen. Die Hälfte davon finden, auf was geht's. Da schief lief. Da waren zwei Einstellungen, ich habe nur eine behoben. Oh. Die andere habe ich so gelassen, wie sie war, und darum hat eben diese Kartoffelqualität, die da vorhin war. Wenn ihr wissen wollt, was das für eine Kartoffelqualität war. Ich kann nicht noch einen Bus verlieren. Wenn ihr wissen wollt, was das für eine Qualität war, dann geht mal zwei Folgen zurück, dann hört ihr es. Irgendwo in der Mitte habe ich dann angefangen, nachzukommentieren. Die erste Hälfte sollte original kommentiert sein. Jedenfalls, hier sieht man, einer unserer Busse wird angegriffen, Attaways Busse wird angegriffen. Die verjagen wir mal ganz kurz. Damit die Dame ihre Ruhe hat.
Mein stirb endlich! So, na also. Und jetzt ist der Bus damit geschützt. Und wir jagen dem Ziel hinterher. Jedenfalls noch ganz kurz zu Loot für die Welt. War ein richtig geiles Wochenende. Flo, allerhand Respekt. Danke für die Erwähnung, danke für den Gruß. Ich fühle mich sehr geehrt. Auch an die anderen, die du erwähnt hast. Bad Ghost Rider, Imbe, Melioda. Props to you für diesen riesigen Job. Ihr habt, was Streamchat technisch anbelangt, wirklich alles sauber über die Bühne gebracht. Hammer. Und da klingelt mein Handy, aber das ignoriere ich jetzt. Gerne im nächsten Jahr wieder, weiter so. So, jetzt machen wir uns auf den Weg, diesen Typen da einzuholen, aber der ist ganz schön schnell erstens, und wenn man nur ein bisschen irgendwo aneckt, hat er wieder 20 Meter Vorsprung. Mach hinne, schalt den Turbo an und dann geht's. Komm schon. Seht ihr diese Zahl, wie sie immer hoch und runter springt? Ich treibe die Pferde an bis zum geht nicht mehr, aber trotzdem bringt's nichts. Sogar die Reifen, sind das Reifen? Kutschen? Räder sind ganz schön am Wackeln deswegen. Komm schon. Nur noch ein kleines Stück. Reißer, die blaue Linie hört vorne auf der Map. Das war ein langwieriger, verdammter Lauf da. Eine richtig schön lange Verfolgungsjagd. Vor allem, da ich jetzt wieder irgendwo anecke und dann hat er wieder einen schönen Vorsprung. Komm schon, mach hin. Nur noch ein Stückchen, nur noch ein Stückchen. Eigentlich weiß ich schon, wie es ausgeht, aber trotzdem versuche ich so gut wie möglich die Situation wieder hervorzurufen, die ich damals war. Und falls ihr euch fragt, ob es mir gefällt, das Zeug nachzukommentieren, natürlich nicht. Schieß! Ja, wollo. Nochmal! Ruhig, Mädchen, ruhig. Wiesmann, gehen Sie heute Abend zum Betriebshof, um besondere Aufgaben zu erhalten. Forbes. Sachte! Hier ist ein gutes Pferd. Leute, immer über die Straße schauen, bevor ihr drüber läuft. Der Platz gehört nicht euch, sondern den 13 Tonnen. Na gut, 13 Tonnen ist ein bisschen übertrieben. Die Kutschen, was hatten die? 700 Kilo? Vor allem die hier? Na, maximal eine Tonne ist ja wahrscheinlich. Braves Mädchen. Ist ja nur das Holz. Malcolm Myrna. Starricks Marionette persönlich. Vorsicht, ihr Trottel! Dieses Parkscene muss noch zum Attaway Depot. Glaubt er könnte meine Busse niederbrennen? Sorry. Geben wir ihm seine eigene Medizin. Und zwar die ganze verdammte Flasche. Wir nutzen Milners Parkscene gegen ihn. Doch dazu brauche ich meine Gang. Das ist unternehmerischer Instinkt, Mr. Fry. Ich überlasse das Ihnen. Der Flachwitz des Jahrhunderts. Epic. Slow. Clap. Das war ein Assassin, Frodo-Don't, wenn ich mal das anmerken darf. Gut, jetzt zu dem, was ich mir anschauen wollte. Muss hergestellt werden, der Maximum Dracula. Der sieht richtig nice aus, aber dafür fehlt uns sicher noch was zum zum Herstellen. Wo haben wir's, Nein, das war es nicht. Aber das könnte ich auch noch. Umhang, das ist, glaube ich, nur was für Eevee. Maximum Dracula. Die Waberperle. Toll, oder die Weberperle. Ich sehe es leider nicht, wenn es so klein ist. Sorry. Die Löwenpranken. Legendärer Assassinenumhang. Der Teufelshandschuh. Die Chimäre. Meister Assassinen Schlagring. Stimmt eigentlich, das könnten wir mal auch ausrüsten. Ein Schlagring.
Und jetzt ist mein Bildschirm wieder schwarz geworden. Meine Fresse, hör mal auf damit. Jetzt bin ich wieder da. Gut. Schlagring, das könnten wir auch mal irgendwann mal ausrüsten. Würde mich interessieren, wie dann die Kampftechniken sind. Der Revolver hält Umhang, Blackguard Tracht. Nichts Besonderes momentan. Also entweder den Maximum Dracula oder den Assassinen Montur direkt. Großer Bombenbeutel. Perfekt. Upgrade Rauchbombe. Hau rein. Da haben wir jetzt alles, was wir machen können. Wir müssen halt nur noch die Pläne zur Herstellung finden. Boah, mehr Halluzinogenbolzen. Das wäre der Hammer. Die Farben ändern. Schön und gut, trotzdem. Lass mal das mal fürs Erste. Was haben wir denn hier? Habe ich auch schon lange nicht mehr reingeschaut. Blutgürtel. Verteidigungsschleichen plus 2 jeweils. Da, nein, das ist das. Das ist er nicht. Meierstock durch. Blutgürtel, da war er. Was wollte ich denn gerade schauen? Sorry Leute, aber ich selbst weiß nicht mehr, was ich da geschaut habe. Die Aufnahme ist schon ein bisschen eine Weile her. Ich freue mich so richtig so sehr, wenn ich dieses Aufnahmematerial durchkommentiert habe und danach endlich mit dem Richtigen wieder beginnen kann. Na dann, wollen wir mal. Hoch mit dir! Sehr schön. Junge, ich würde dir gerne einen Penny geben, wenn diese verdammten Leute von Ubisoft nicht die Funktion mit dem Geldwerfen programmiert hätten. Gut. Was haben wir denn hier Schönes? Das ist der Anführer. Perfekt, der Anführer geht zum Feuer. Und beide erwischt. Dann jagen wir die noch eine Ladung des Giftes ins Blut. Und dann kann der Spaß beginnen. Geht ihr ja ganz schön ab. Riesenparty. Ihre Busse in Brand stecken, das wird einfach nie alt. Geschieht. Okay. Wer auch immer das gerade gesagt hat. Dort sind schon alle tot. Wie geil. Und tschüss. Alle umgebracht. Mit 2 Giftpfeilen. Na dann, stoß mal schön. Hau ruck, Jacob. Nein. Geh wieder ran. Oh Mann, wer stört? Ich dachte, es wären alle tot. Komm her. Und noch ein Nachschlag. Mach's gut. Tschüss, Junge. Okay, zurück an die Arbeit. Und hau. Ruck. Hau. Ruck. Hau. Ruck. Hau. Ruck. Hau. Die Lunte ist gelegt. Look. Ruck. Zünden wir es an. Und verschwinde von da. Los, Jacob. Lass dein Gebiet entkommen. Alles klar. Warte, das ist zu weit. Ich will das Feuer noch sehen. Boom. Und alles ist schön am Brennen.
Oh yeah. Na, wie schmeckt Ihnen das? Ich sehe schon vor mir, wie Milners Aktien abstürzen. Sie sind eingestellt. Oh, ich habe noch mehr Geschäfte für uns geplant. Senden Sie meiner Sekretärin Nachricht, dass sie einen Termin macht. Dann erkläre ich Ihnen den nächsten Schritt unseres Plans. Oh, ich arbeite eigentlich. Nicht so. Jacob wird noch böse auf die Schnauze fallen, das sage ich euch. Ich weiß ja schon, wie es ausgeht. Wie gesagt, Junge, ich würde dir gerne was spenden, aber es geht nicht. Weil Ubisoft diese Funktion abgestellt hat. Gut, ein paar Punkte haben wir. Schau mal, stopp. Doch? Schauen wir doch danach. Na komm schon, entscheid dich mal, Junge. Was suchst du? Wonach suchst du? Das Goldziegen-Kukri, ja, das war das. Klasse des Atlas-Kukri. Sie benötigen Level 9. Na toll, noch ein Level fehlt uns. Noch zwei, wir sind ja Level 7. Fähigkeiten, mal schauen, was wir ausgeben. 10 Punkte! Okay. Dann machen wir es mal so, würde ich sagen. Soll mal all das kleine Gedöns oder Echo der Vergangenheit, was sagst du? Ja, soll mal all das kleine Gedöns kaufen, damit wir schnell auf ein höheres Level kommen. Na komm schon. Und die letzten zwei Punkte. Hau rein. Ich dachte, dass der Echo der Vergangenheit entscheidet sich für das hier. Das hat man ja gerade in der Schlacht vorhin, in der Kutschenschlacht vorhin gesehen, dass wir das eher gebraucht haben. Gut. Fehlt nicht mehr viel. Wir sind aber immer noch Level 7 und das ist blöd. Kühner Adler. Das war nicht der, den wir vorhin gesucht haben. Gut. Wohin als nächstes? Zum Zugversteck. Ich schätze mal, wir brauchen noch ein bisschen mehr Geld. Wenn ich mich nicht täusche. Komm schon, komm schon. Gut. Plündern wir den Tresor. Wie schön Sie zu sehen. Danke, gleichfalls vielleicht. Sie machen eine schwere Zeit durch, was, Fry? Ja, was will man denn machen? Ist halt eben so. Dat mut, dat mut. Was haben wir hier? Wir haben auch schon lange nicht mehr hineingeschaut, würde ich mal meinen. Oder kommt es mir nur so vor, weil ich so viele Tage nicht mehr Assassin's Creed gesehen habe? Die Rückkutsche. Von dem braucht man unbedingt mehr auf den Straßen. Au, und da klingelt wieder mein Handy. Danke sehr für die Info. Sehr schön. Wir machen aber trotzdem hier weiter. Kleine Rooks. Ja, das... Bis jetzt habe ich nur ein kleines Kind gesehen, das mir hier was geben wollte. Trotzdem, ja, mal gucken. Vielleicht bringt es ja was.
Lieferdienst braucht man nicht. Disponent. Alles für die Stadt. Komm, hau rein. Mach schon. Guter Junge. Verrückte Wissenschaft. Schalten Sie das erste Galvani-Bomben-Upgrade frei. Besuchen Sie das Herstellungsmenü. Nicht schlecht. 50% Rabatt für alle Synergienbolzen. Wir geben ja jedes Mal 1000 Pfund ab wegen diesen verdammten 2 Halluzinogenbolzen. Lernen Sie den ganzen Bestechung. Danach kosten alle anderen Gang-Upgrades weniger Geld. Alles klar. Wir brauchen Money. Dann können wir wieder was investieren. Mit einem Stock bewaffnet. Und wo ist dein Zylinder? Der Zylinder kommt noch, meine Liebe. Kleine Schwester, nein, große Schwester. Der kommt noch. Filmszene. Miss Fry, ich habe hier ein paar Bücher. Ich hoffe, meine Anwesenheit stört Sie nicht. Ganz im Gegenteil. Ich freue mich über Sie. Ein Herbarium. Sammeln Sie für jemanden Blumen? Für mich selbst. Man sagt mir, das wäre typisch britisch. Wussten Sie, dass alle eine Bedeutung haben? Ich habe schon mal so etwas gehört. Ja, natürlich. Aber leider hatte ich nie sehr viel Zeit für das Buch. Ich könnte beim Sammeln helfen, wenn Sie akzeptieren. Das würde ich sehr schätzen. Vielen Dank, Miss Fry. Was das ganze Sammeln betrifft, das werden wir dann später... Ich hörte, Dr. Elliotson hatte einen unerfreulichen Abgang. Ich hoffe, du hast hinterher aufgeräumt. Sag mal, was hast du für ein Problem mit mir, Mädchen? Alles okay bei dir? Oder ist dir der liebe Henry zu Kopf gestiegen? Hä? Einkommen, Tresor ist leer. Okay. Sequenz 5. Noch 3 Sequenzen, dann haben wir es durch. Ja. Nicht mehr lange. Und wir sind im Bahnhof angekommen. Inhalt zum Ja, das machen wir dann später. Das ist nämlich eine Meldung gewesen, da ich zwischen diesem Schnitt da bei der Kutsche musste ich warten, bis das Programm fertig gerendert hat. Deshalb habe ich mich ein bisschen im PSN Store noch umgeschaut nach DLCs, die man runterladen konnte, gratis. Da war zum einen so eine Elektromontur für den Jacob, das was gekostet hat, und eine Elektromontur für Evie, die komischerweise gratis war. Und die habe ich mir gleich heruntergeladen. In der nächsten Aufnahmesession werden wir sie anziehen, sollte ich noch dran denken. Gut. Einmal nach oben und dann wieder runter. Nicht umfallen. Hä? Solltest du nicht auf dem Zug sein? Was machst du denn hier? Na gut, lauf halt eben ein Stück. Mir soll's egal sein. Hilf deiner Figur. Gott, war der schlecht. Vielleicht nicht schlecht, aber der war fies. Sorry. Wie auch immer du heißt, Agnes? Ich hab's vergessen. Alles klar. 171 Meter in die Richtung. In die andere Richtung. So ist richtig. Die richtige Richtung. Na ja, komm. Und noch ein Stück. So. Ah, das bewegt sich. Stimmt ja, das ist ja die Dame in der Kutsche. Diese Frau Attaway. Miss Attaway. Komm schon, habe ich hier keinen... Oh nein, ich weiß, was kommt. Oh nein. Bumm. Was zur Hölle, was war das denn, verdammte Axt? Was zur Hölle war das denn?
Ich versuche da nur runterzukommen, ganz normal. Und auf einmal durch irgendeinen Glitch fliegt er 10 Meter zurück. Du kannst mir nicht sagen, dass wenn man so an der Wand hängt, dass man dann einfach noch so weit zurückfliegt durch ein einfaches Abstoßen. Komm, was reg ich mich hier auf? So. Da bin ich wieder zum Leben erwacht. Und diesmal mache ich nicht diese dummen Sachen. Klauen wir mal kurz die Kutsche. Und dann ab dafür. Drift! Nee. Echo der Vergangenheit war schlau. Er dachte sich, das Ding bewegt sich, also sollte ich nicht hinterherfahren, sondern entgegen. Darum geht er nicht jetzt hier nach links, sondern noch eine Straße weiter geradeaus. Sachte. Und da ist sie auch schon. Auf geht's. Mach langsam. Komm schon. Ah, Mist. Nicht rechtzeitig. Mal kurz rückwärts fahren, umdrehen und dann hinterher. Sehr schön. Forschung und Entwicklung. Jacob versucht erneut, Miss Attaway in den Angriff auf Milner fortzusetzen. Voller Synchronisationsbonus. Stockdolch. Sir Lemmys Stockdolch. Stock. Nicht Stockdolch, nur Stock. Alles klar. Da läutet wieder der Big Ben. Und los. Jetzt. Mach schon. Mr. Fry, Sie sollten doch einen Termin ausmachen. Ich hatte gerade etwas Zeit. Sie haben Glück, dass ich Sie mag. Verbrennungskraftmaschinen. 7 kleine Silben, die einen großen Haufen Geld bedeuten. Die Maschinen werden Milner mit dem Zug geliefert. Fangen Sie sie für mich ab und der Mann ist am Boden. Zerstört. Dafür werde ich einen zweiten Zug brauchen. Und ich glaube, ich weiß auch von wem. Sind wir im Geschäft, Mr. Fry? Sie haben Glück, dass ich Sie mag, Miss Attaway. Wenn eine Frau so lächelt, dann mag sie ihn. Dachte ich jedenfalls, wo ich das Original gespielt habe. Aber danach kommt ein riesen Plot-Twist. Ihr glaubt's kaum, was danach passiert ist. Boah, das war weltübergreifend. Nicht, aber es war trotzdem schlimm. 200 Meter und das Ziel bewegt sich auch, wie es aussieht. Da bräuchten wir eine Kutsche. Ey, die Feuerwehr, die wir gerade gekauft haben. Schön. Let's go. 150 Meter. Ja, komm schon. Wo willst du hin? Zur Schatzkiste. Okay, ja, zuerst zum Verkäufer, kein Problem. Ich hoffe, Sie überlegen es sich noch. Ich habe dir gerade ein bisschen Kohle da gelassen und hab was gekauft, verdammte Axt. Dieser Bug. Oh, komm runter, aus dem Gebüsch. Hallo? Springst du bitte runter? Danke sehr. Ach, Ubisoft, da müsst ihr noch ein bisschen was dran rumregeln. Gut. Danke vielmals fürs Zuschauen. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, ihr wisst ja, wo der Abo-Button ist. Einfach mal draufklicken. Über jeden Daumen nach oben freue ich mich sehr darüber. Und auch, wenn ihr es euren Freunden erzählt, über Social Media liked und teilt, würde mir sehr helfen. Ja, das war's von mir soweit für diese Folge. Ich schwebe noch ein bisschen in Glückshormone.
dass ich LeFloids Lieblingsschweizer bin. Nee, Spaß beiseite. Bis die Tage. Hiya, IKO. Tschaußen.